Meine Mutter hat mich damals zum Mutter- und Kindturnen mitgenommen. Und das fand ich erst nicht so gut, aber die hat nicht aufgegeben und nach 2, 3 Malen bin ich dann dabei geblieben. Das heißt, ich habe eigentlich von klein auf, also da war ich 2, ich kenne es gar nicht anders. Also ich hatte sportliche Eltern und habe eigentlich immer irgendwas an Sport gemacht. Von daher bin ich nicht irgendwie dazu gekommen. Es war, soweit ich denken kann, immer schon Bestandteil meines Lebens. Ja, heute soll ja auch das Lernen, Lernen und Sport, Bewegung das Thema sein. Ja. Wie fördert Sport die Bewegung, also das Lernen? Sport fördert dahingehend das Lernen, weil alle Strukturen im Gehirn, die sind eng mit den Bewegungsabläufen verknüpft und werden durch Bewegung weiterentwickelt. Das liegt unter anderem daran, das erste Organ, was sich im Körper entwickelt, mit 5 Monaten, im Alter von 5 Monaten, ist zum Beispiel der Vestibulärapparat, also das Gleichgewichtsorgan, was uns sagt, wie sind wir im Raum, welche Stellung hat unser Körper im Raum. Das ist voll entwickelt. Das ist das erste Organ, was sich im Körper entwickelt. Alles andere entspringt daraus. Und schon im Mutterleib ist es so, dass alleine dadurch der Hauptfaktor für das Gehirnwachstum oder die Gehirnentwicklung Bewegung ist. Das heißt, wenn die Mutter die ganze Zeit nur liegt, hat das Kind wenig Reize. Wenn die Mutter auch sportlich ist, wird das Kind in der Regel auch intelligenter. Das heißt, da fängt das schon an. Das heißt, sämtliche Strukturen im Gehirn sind mit dem Bewegungsapparat, mit dem Gleichgewichtsorgan verbunden. Das Gleichgewichtsorgan reagiert in der Regel auf sämtliche, ja vor allen Dingen Bewegungssachen. Augen haben Muskeln, sind Bewegung dabei. Sprache, Tasten, Fühlen, Spüren, das gehört alles dazu. Und das sensorische Nervensystem, das sorgt einfach auch dazu, dass die verschiedenen Intelligenzzentren im Gehirn besser zusammenarbeiten. Das heißt, seit dem Beginn unserer Entwicklung ist unser Gehirn auf Bewegung angewiesen. Alles ist miteinander verknüpft. Und je mehr wir uns bewegen, desto besser kann sich das Gehirn entfalten, desto mehr Nervenverbindungen können entstehen und desto besser kann der Mensch dann auch denken, lernen und agieren. Das ist eine von vielen Antworten zu der Frage.